Hallo und herzlich willkommen bei OE24 TV und unserer Interviewreihe Auf der Couch. Ja, Winter ist es und Österreich hat derzeit kein anderes Thema als das Skifahren. Unsere Skiladies, unsere OSV-Ladies. Gut, fangen wir noch einmal an. Soll ich dir noch eine Klappe machen? OSV-Ladies, auch toll. Noch eine Klappe oder reicht's? Hallo. Egal. Ist da jemand? Einfach weiter. Einfach weiter. Hallo und herzlich willkommen bei OE24 TV und unserer Interviewreihe Auf der Couch. Ja, Winter ist es und Österreich hat natürlich kein anderes Thema als, genau, das Skifahren. Unsere ÖSV-Ladies, sag einmal, siehst du, zwei Wochen Pause und nichts geht mehr. Ja, ja. Alle guten Dinge sind drei. So schaut's aus. Hallo und herzlich willkommen bei OE24 TV und unserer Interviewreihe Auf der Couch. Ja, Winter ist es und Österreich hat kein anderes Thema, genau, als das Skifahren. Unsere ÖSV-Ladies, die rittern derzeit um die Weltcup-Punkte. Eine, die hat den Skizirkus bereits hinter sich. Eine dreifache Olympiasiegerin. Herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und da bist. Maria Höfel-Risch an meiner Seite, zu meiner rechten Seite auch Walter Unterweger. Als Sportexperte, du unterstützt uns kräftig in Fragen rund um den Skizirkus, den du ja, wie ich schon gesagt habe, hinter dich gebracht hast. Marie, wie ist das eigentlich, wenn man aufsteht in der Früh, sich in den Spiegel schaut und weiß, man ist eigentlich eine Skilegende? Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag aufstehe und mir das denke, wenn ich in den Spiegel schaue. Also das sind jetzt nicht so meine Gedanken, aber natürlich schaue ich sehr stolz und glücklich auf meine Karriere zurück. Ich habe natürlich viel Zeit dafür geopfert, dass das alles so wunderbar klappt, aber trotzdem hat man nie die Garantie. Ja, das machen viele andere auch und bei einigen klappt es nie. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ja natürlich schon auch durch harte Arbeit, aber auch zum richtigen Zeitpunkt dann das Glück hatte und gerade bei den großen Rennen einfach da so tolle Erfolge feiern konnte. Was war so für dich dein größter Erfolg, wo du sagst, das ist mein größter Stolz, mein bester Sieg? Also sportlich gesehen eigentlich der Gesamtweltcup 2010, 2011. Da habe ich jahrelang dafür gekämpft, war 7 Jahre in Folge auch immer in den Top 3. Aber halt in diesem einen Jahr hat es dann wirklich geklappt, sehr knapp damals vor Dylan Sivon. Aber trotzdem, wenn ich so den Erfolg bewerten müsste, der mich am bekanntesten gemacht hat und der nach außen dann am größten gestrahlt hat, dann waren es sicher die Goldmedaillen. Das waren ja damals in Vancouver 2. Das war natürlich ganz was Besonderes, bei einem und denselben Spielen 2 Goldmedaillen zu gewinnen. Aber natürlich auch zum Karriereende nochmal Gold in Sochi zu holen. Diese 3 Tage meines Lebens waren schon ganz was Besonderes. Wie betrachtet man eigentlich als Deutsche, also im Fußball werden wir ja ein bisschen belächelt, das muss man ehrlich zugeben. Vor allem wieder belächelt. Vor allem wieder belächelt. Bei der Euro ja nicht wirklich gut abgeschnitten haben. Ne? Wie betrachtet man als Deutsche die österreichische Skination? Ja, das sind natürlich immer, das ist ja zwischen Österreich und Deutschland so ein bisschen eine Hassliebe immer. Aber natürlich sind die Österreicher immer die, zu denen man irgendwie aufschaut, weil sie halt einfach über so viele Jahrzehnte so wahnsinnig stark sind. Und auch wenn sie mal kleine Täler haben oder mal viele Verletzte, irgendwie haben sie dann immer wieder jemanden, kommen immer wieder Junge nach. Und selbst jetzt, ich meine, Marcel Hirscher seit Jahren ist so dermaßen konstant und stark. Und da wurde jetzt auch ganz lang gesagt, außerdem haben wir eigentlich niemand. Und es war jetzt vielleicht auch mal 1-2 Jahre so, dass es im Slalom ein bisschen schwer war, nachdem einige aufgehört haben. Aber jetzt kommen da wieder so viele gute Junge nach und die sind dann 0,0 auch schon wieder in der ersten Startgruppe. Also schon immer wieder beeindruckend. Hat es dich eigentlich stolzer gemacht, wenn du einen Österreicher besiegt hast bei den Rennen? Sag mir so. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal die Europacup-Gesamtwertung gewonnen, bevor ich in den Weltcup gekommen bin. Und damals war ich, ja, ich glaube 17, 18, das müsste Saison 2001, 2002 gewesen sein. Und da waren hinter mir 11 Österreicherinnen. Sonst niemand. Und das, also da kann ich mich erinnern, da war ich sehr stolz. Weil die waren einfach so stark damals im Europacup schon. Nee. Und dass ich da die Nase vorne hatte, da war ich stolz. Ich bin ja da keine auserkorene Skiexpertin, das bist ja du, Gott sei Dank. Ich habe aber so den Eindruck, wenn wir jetzt einen Blick auf den Weltcup werfen, dann sieht das bei den Damen irgendwie fast bitter aus. Liege ich da richtig? Wie? Ja, momentan ist natürlich schon, die Anna Veit ist ja gerade erst zurückgekommen nach ihrer wirklich schweren Knieverletzung. Die Maria weiß, was das für eine Verletzung war und wie schwerwiegend die wirklich war. Und die braucht natürlich noch ihre Zeit. Sie ist natürlich wahnsinnig abgegangen dem österreichischen
Nationalteam, den Ski-Ladies. Und dann hat es natürlich viele Verletzungen auch gegeben. Aber man darf auch nicht vergessen, eine Katrin Zettel ist zurückgetreten, eine Marlies Schild, damals noch Marlies Schild, Marlies Reich heißt sie ja jetzt. Also die wirklich großen Hoffnungen. Niki Hosp ist zurückgetreten, also die waren schon, die natürlich vorneweg vieles auch überdeckt haben. Und man, vielleicht ist ein bisschen auch die Zeit verabsamt worden, Junge aufzubauen, aber momentan schaut es nicht so gut aus. Wenn man auch schaut, eine Michi Kirchgasser, die ein Routinier ist, sie bringt es nicht wirklich runter. Eine Bernadette Schild braucht noch ihr Material wechseln. Das ist ein gutes Stichwort, noch. Das Runterbringen. Da kennst du dich ja, das ist ja dein täglich Brot gewesen. Wie bringt man sozusagen runter? Was macht man, was kann man da falsch machen? Oder was macht eine Kirchgasser da falsch? Ja, das ist was schwer. Hast du richtig gemacht? Ja, das ist schwer zu beurteilen, an was das dann im Endeffekt liegt. Also, ich meine, bei der Kirche, das war schon immer irgendwie so ein bisschen ein Ausfallkandidat. Die hätte ich weiß noch, wie die mit 17 daherkommen ist oder sogar mit 16 erstes Weltcuprennen gefahren, damals in Sestriere, und die ist da drauf los und unbekümmert und so. Aber dann, glaube ich, hat sich die Michi ein bisschen zu so einem Kopfmenschen entwickelt. Ja? Mhm. Denkt zu viel nach, fährt, sagt sie selber, fährt im Training eigentlich oft viel lockerer und besser als dann im Rennen. Im Rennen immer sehr viele Ausfälle. An was das jetzt genau liegt, ich kann es nicht sagen. Also ich weiß nur von mir selber, dass ich auch wahnsinnige Versagensängste oft gehabt habe. Ja? Ich stand auch oft am Start und habe mir gedacht, meine Güte, wie soll ich da jetzt runterfahren? Oder war übernervös. Und manchmal hat es dann auch nicht geklappt. Und manchmal halt eben schon. Warum das jetzt manchmal so und manchmal so? Weil das ist halt, da spielen viele Faktoren mit rein. Oft ist es eine gute Tagesform oder eben eine schlechte. Dann, dass die Verhältnisse halt auch passen, dass das Material dazu passt. Es muss einfach alles passen an so einem Tag, wenn man Rennen gewinnen will. Und ja, also damals in Vancouver bei dem Slalom hat eigentlich alles gegen mich gesprochen. Das war überhaupt nicht mein Tag. Ja. Es war total schlechtes Wetter, ganz schwierige Pistenverhältnisse, also was ich überhaupt nicht mag, ganz tiefe Spuren. Irgendwie im ersten Durchgang hatte ich eine gute Startnummer, da profitiert man ja oft dann. Dann habe ich mir gedacht, im zweiten Durchgang, wenn ich da als 30. runterfahren muss, das kann ja Spaß werden. Gell. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich habe hier schon eine Goldmedaille gewonnen. Wenn ich jetzt nochmal irgendeine Medaille mache, ist super. Wenn es Gold ist, wäre es ein Wahnsinn. Und wenn es halt nichts ist. Ich habe halt immer versucht, mir den Druck so zu nehmen, dass ich sage, wenn es nicht klappt, ist ja nicht so schlimm. Was mich nur interessieren würde, wenn du im Starthaus oben drinnen gestanden bist. Manche Läufer, ein Hermann Mayer hat immer gesagt, er hat gewusst, wenn ein Kitzbühel am Start gestanden ist oder auch in Wengen oder wo, oben im Starthaus, er hat gewusst, das ist mein Tag, heute gewinne ich. Das hat der Marcel Hirsch mir auch im Interview erzählt, das wollte ich nämlich fragen. Ja, so sind viele, auch so ist auch die Lindsay Vonn und die Tina Maase, ich überhaupt nicht. Ich habe mir immer, ich war immer so der Worst-Case-Denker, komischerweise, was ja eigentlich nicht gut ist. Man muss ja positiv sein und sollen keine negativen Gedanken zulassen. Aber für mich hat das so irgendwie funktioniert. Und vielleicht war ein bisschen ein Schlüsselerlebnis der Slalom damals in Val d'Isère, weil da bin ich eigentlich zur WM gefahren und habe mir gedacht, boah, ich bin super drauf und also eine Medaille geht auf jeden Fall, da war ich wirklich positiv. Mhm. Und dann ging aber die WM schon so schlecht für mich los mit dem Sturz im Abfahrtstraining und die Strecke ist mir eine gelegen, da diese steile neue Abfahrt da durch die schmalen Dinger durch, es war überhaupt nicht meins. Und dann bin ich in der Kombi auch noch Vierte geworden. Und dann bin ich auch noch krank geworden und war vor allem im Slalom, was ja immer, wie du weißt, das letzte Rennen ist, war ich Topfavorit. Dann habe davor in der Saison 4 Slaloms in Folge gewonnen. Ja, der Druck war sehr groß. War riesig. Ja, ja. Und dann habe ich im ersten Durchgang vergeigt, war nur Sechste. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, jetzt war ich so motiviert und bin so positiv zu der WM da gefahren. Und wie es ausschaut, wird das jetzt wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich mich aber nochmal motiviert und habe mir gedacht, ich gebe jetzt einfach alles und vielleicht klappt es ja doch noch mit einer Medaille. Mit Gold habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Und tatsächlich habe ich es dann irgendwie noch geschafft, da vom Platz 6. Man muss sagen, auch dank einiger Ausfälle von den anderen, aber ich meine, es war schwieriger Hand. Man muss halt erstmal runterkommen. Ja. Und ich glaube, es sind dann 2 oder 3 noch ausgeschieden und ein paar habe ich überholt und dann habe ich relativ souverän die Goldmedaille noch gewonnen. Und das war für mich schon so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay, egal wie auswegslos oder aussichtslos das eigentlich scheint, wenn man einfach alles dran setzt, dann kann es doch noch klappen. Du hast aussichtslos angesprochen. Ich möchte ein bisschen zurückkommen jetzt auf die Anna Veit. Das Comeback war ja nicht ganz jetzt nach Wunsch. Am Semmering vor heimischer Kulisse,
beim ersten Riesentorlauf nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang, dann nur 25. unter Anführungszeichen, sage ich, traust du ihr eigentlich zu, dass die Anna Veit so stark wird, wie die Anna Fenninger es war? Ja, also ich meine, was heißt nach Wunsch? Das ist, man kann sich ja nicht nach so einer Verletzung mit so einer langen Pause, glaube ich auch nicht, dass sie das getan hat. Sie hat sich vielleicht erhofft, dass es ein bisschen besser läuft, aber dass sie jetzt da gedacht hat, sie fährt gleich wieder um einen Sieg mit, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist ganz normal, dass man nach so einer Verletzung, vor allem in den technischen Disziplinen, also eine Lindsay Vonn kam schon zurück und hat sofort wieder gewonnen, aber es ist in Abfahrt Super-G auch ein bisschen was anderes. Da fehlt einem das Training nicht so sehr. Ja? Und also mit einem Patellasehnenriss überhaupt wieder Rennen zu fahren nach einem guten Jahr, das ist ja eh schon super. Glaubst du, dass sie zu früh zurückgekommen ist, oder? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe mir gedacht, das ist sehr klug von ihr, dass sie das Sölden noch mal auslässt, weil Sölden ist das brutalste Rennen für Comeback, ja, weil es einfach so schwierig ist und so kräfteraubend auch. Und ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Die tastet sich da jetzt langsam wieder hin. Ob sie jetzt in der Saison noch Rennen gewinnen kann und wird, das kann ich jetzt nicht voraussagen und beurteilen, aber so Step by Step, ich weiß es selber, ich hatte zwar nur ein Kreuzbandriss, was nicht ganz, oder zwei Kreuzbandrisse, was nicht ganz so schlimm ist, wie jetzt ein Patellasehnenriss, aber ich hatte auch eine lange Pause. Und ich bin auch verzweifelt in dem Jahr, als ich zurückgekommen bin. Ich wollte gerade fragen, wie gehst du mit Verletzungen, oder bist du mit Verletzungen umgegangen? Ja, bei mir war halt das Blöde, dass es halt innerhalb von so kurzer Zeit zweimal passiert ist. Ja, ich habe im Januar 2005 das rechte Kreuzband gerissen, in Cortina beim Rennen damals. Und dann ging aber eigentlich die Reha ganz gut und ich konnte dann im Sommer wieder auf Ski, also nach 6 Monaten ganz normal. Und dann gleich zu Beginn der neuen Saison, schon im Dezember 2005, also nur 11 Monate später, habe ich mir dann in Espen die andere Seite auch noch abgerissen. 3 Monate vor Olympia, und also es war ein sehr herber Rückschlag dann das zweite Mal. Und da habe ich dann auch wirklich gekämpft im Sommer 2006. Das Knie hat lang Probleme gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich jemals wieder fahren kann oder rennmäßig fahren kann. Und dann irgendwie mit dank verschiedenster Behandlungsmethoden und hartem Training, ich muss dann erstmal wieder fit werden, also auch körperlich, weil ich konnte ganz lange einfach gar nichts machen. Ich bin dann ziemlich aus der Form geraten damals. Und es war schon ein harter Weg zurück. Und dann war die Saison 06-07 natürlich sehr schwierig, vor allem, weil ich gleich in Lake Louise gewonnen habe. Ja. Dank ein bisschen Glück auch, und weil halt Lake Louise, das ist nicht ganz so wie für die Lindsay, aber für mich war das auch immer ein sehr gutes Pflaster. Dann habe ich da gewonnen, dann waren gleich die Erwartungen natürlich wieder da. Und dann waren ganz schwierige Wochen für mich, wo die ganzen schwierigen Rennen, weil die sehr Zauchensee, alles im Dunkeln, natürlich kaum Zeit zum Trainieren zwischen den Rennen. Also Dezember, Januar 06, 07, das war keine lustige Zeit. Haben dich diese Rückschläge eigentlich stärker gemacht? Viele sagen ja, sie lernen aus Niederlagen mehr als aus Siegen. Ja, denke ich schon. Also so schwer, wie das damals war, das hat mich sicher gelehrt zu kämpfen, ja, und mich durchzubeißen und eben auch, um überhaupt wieder zurückzukommen. Ich musste einfach das erste Mal in meinem Leben richtig, richtig hinlangen. Also es war vorher, bevor ich mich verletzt habe, das erste Mal, ging mir alles relativ leicht von der Hand. Ich sage jetzt nicht, das ging von alleine, aber ich hatte halt sehr viel Skitalent, Gott sei Dank. War im Training eher manchmal ein bisschen faul, aber es hat halt in jungen Jahren dann zumindest ab und zu mal trotzdem gereicht, ganz voll mitzufahren. Und nach den Verletzungen ging das natürlich nicht mehr. Ja. Aber eigentlich warst du deiner Zeit, ja immer voraus. Ne? Ich habe irgendwo mitbekommen, du wurdest ja schon mit 5 Jahren eingeschult, ist das richtig? Ja, ich bin erst Ende November geboren, und dann war das gerade so, da haben meine Eltern halt überlegt, sollen sie mich jetzt schon mit 5 in die Schule geben im September, und dann bin ich ja gleich danach 6 geworden. Da musste ich dann so einen Aufnahmetest machen, und da ich dank meiner Mutter, die hat mir schon sehr früh lesen gelernt. Ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin, und habe dann auch den Test bestanden und ja, bin meinen Eltern dankbar, dass sie es so gemacht haben, weil ich war ja dann mit 16 schon Skiprofi, und da war die Schule eher lästig nebenbei, und ich war dann sehr froh, als ich mit 18 die Schule ging. Immer ein bisschen auf der Überholspur, oder? Ein bisschen schon. Und wie ist das so, wenn man mit 16 schon Skiprofi ist? Man verpasst ja dann auch viel Jugendjahre, also viele Jahre, wo man sagt, wo andere Party machen, wo andere irgendwie ihr Leben halt als Jugendliche genießen, vielleicht der erste Freund schon. Wie war das bei dir? Ja, ich habe das so eigentlich nie gesehen, weil ich natürlich dafür andere Sachen erleben durfte und an Orte gereist bin mit 16, 17 Jahren schon, wo andere ihr ganzes Leben lang nicht hinkommen. Also ich habe das eigentlich eher als Privileg gesehen. Natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, mit dem Riesenerfolg, den ich dann auch hatte,
würde ich sowieso nie behaupten, dass ich irgendwelche, dass das eine Entbehrung für mich war. Mhm. Natürlich, wenn man seine Jugend sozusagen aufopfert, ich sehe es nicht als Aufopferung, aber wenn jetzt da am Ende nichts dabei rauskommt, ja, und man muss irgendwie aufgrund von Verletzungen oder halt Erfolglosigkeit dann irgendwann Anfang, Mitte 20 die Karriere abbrechen, dann denkt man sich vielleicht schon, hätte ich es vielleicht gleich von Anfang an. Hast du was nachgeholt? So Partynächte oder so? Ja, aber das war jetzt nicht so, dass ich das damals nie gemacht habe. Es war halt immer alles zu seiner Zeit. Mhm. Natürlich musste ich sehr diszipliniert sein, aber wenn mal irgendwie eine freie Phase war nach dem Überseetrainingslager oder auch mal in der Saison, mal zwei Tage, ein bisschen ruhiger. Also ich habe das dann schon auch immer mal zwischendurch krachen lassen müssen. Das habe ich gebraucht, um einfach den Sagt Kopf auch frei zu kriegen. Beim Hermann Mayer kennt man ja auch die Geschichten, die privaten Geschichten beim Hermann Mayer. Die privaten Videos. Die privaten Videos. Solche Sportler, glaube ich, und ich denke, du wirst mir das auch bestätigen, brauchen ein Ventil, um natürlich auch Dampf abzulassen, oder? Das ist sicher auch bei jedem ein bisschen anders. Also ich kenne auch einige, die sind wirklich überdiszipliniert und würden sowas nie machen, dass sie da irgendwie in der Saison Alkohol trinken. Aber es ist halt, jeder hat halt da ein bisschen eine andere Mentalität. Und solange man es nicht übertreibt, glaube ich, tut es ein Glas Sekt auch mal ganz gut. Wie ist das bei Marcel Hirscher? Hast du da, habt ihr Kontakt? Kennt ihr euch? Ja, schon. Also ich sehe ihn ja natürlich, weil ich öfter bei den Übertragungen dabei bin. Mhm. Da er ja meistens recht gut fährt, steht er dann auch hin und wieder bei uns auf dem Presenter. Und also der ist mit Sicherheit, ich weiß, vielleicht war er, als er ganz jung war, noch ein bisschen draufgängerischer, aber so wie er jetzt beieinander ist und so, also der ist sehr, sehr zielstrebig. Deswegen ist er auch der Beste seit 5 Jahren, weil er einfach mehr macht als alle anderen, disziplinierter ist als alle anderen. Mhm. In allen Belangen halt einfach ein Vollprofi, ja. Traust du ihm diese Mission, die er hat über das Ganze? Über diesen ganzen Winter, über den heurigen Winter, über diese Saison geistert ja dieser 6. Gesamtweltcup-Sieg, dieser historische Sieg. Schaut gut aus für ihn momentan, aber die Saison ist noch lange. Dazwischen ist auch noch eine Weltmeisterschaft, wo sehr viel passieren kann in St. Moritz. Traust du ihm diesen Coup zu? Also mich würde es fast wundern, wenn er es nicht macht. Okay. Ich traue ihm das Warum? Nicht zu, weil ich einfach finde, dass er der Beste ist. Und das seit 5 Jahren und weil er hat ja jetzt ab und zu den Super-G ein bisschen dazugenommen und die Kombi. Aber die meisten, also ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut und nachgerechnet, aber bei den meisten Gesamtweltcup-Siegen hätte das gar nicht gebraucht. Das hätte im Slalom und Riesenslalom gereicht, weil er da einfach so konstant und so in jedem Rennen auf dem Podest fast. Ja. Er scheidet so gut wie nie aus. Er macht kaum Fehler. Mhm. Wenn er Fehler macht, hat er einfach dieses körperliche Vermögen, dass er es immer ausbalanciert und ausgleicht. Also für mich ein Wundermensch. Woher kommt das? So, es ist ja nicht nur Talent, hast du ja vorhin schon gesagt, es ist auch Disziplin. Aber was ist es noch, das ihn dann über alles drüber stellt? Also auf jeden Fall diese körperliche Verfassung. Ja, also der ist so ein Mega-Athlet, sowohl von der Kraft her als auch von der Flinkheit her. Die ganze Rumpf, ich meine, mir kommt vor, der wird jetzt ja noch von brutaler, Saison zu Saison, ja. Genau, richtig. Und dann natürlich auch eine unglaubliche mentale Stärke. Und er hat ja auch schon in Interviews gesagt, und das glaube ich ihm auch, dass er auch oft am Start steht und mega nervös ist. Und das hat mich dann an mich immer so ein bisschen erinnert. Aber der hat es auch, also der schafft es einfach immer, das dann von dem Moment weg, wo er losfährt, auszublenden und einfach sich immer am Limit zu bewegen. Und genau am Limit, fast nie drüber hinaus. Also drüber hinaus, da passieren ja dann oft Ausfälle oder Stürze. Genau. Nimmst du ihm eigentlich ab, dass er sagt ja selbst, er denkt nicht an diese große Kristallkugel, an diesen 6. Gesamtweltcup-Sieg? Oder jetzt ist das nur glaube ich ihm, dass er noch nicht dran denkt. Aber wenn es dann mal im Februar, März nach der WM, wenn es dann wirklich eng hergehen sollte oder wenn es halt darauf hinzugeht, da hat er ja auch letztes Jahr gesagt, oder wo es in dem Duell mit Felix um die Slalomkugel, da hat er dann schon immer gesagt, naja, klar ist das irgendwo im Kopf, aber dass es jetzt im Dezember noch nicht da ist. Mich hat das einmal aufgeregt, dass nach den ersten paar Rennen schon mal alle gefragt haben, und Gesamtweltcup heuer? Ja gut, wir fangen mit den Geschichten ja schon nach dem ersten Rennen in Sölden damit an. Ne? Genau. Nein, ist sinnlos. Wie ist das eigentlich, weil jeder redet jetzt von diesem 6. Weltcup-Sieg. Die Leute haben ja einfach schon Erwartungen. Die haben ja an dich auch schon die Erwartung gehabt, jetzt holst du wieder den Sieg. Jetzt, wie ist das, wenn man dann enttäuscht? Ist man dann selber von sich auch enttäuscht? Wie geht man mit diesem Druck um von außen? Das stelle ich mir irrsinnig mühsam vor. Ja, ist schon nicht einfach. Also
Das ist für mich ja auch so faszinierend an Marcel Hirscher, wie der das über so eine lange Zeit einfach so hinkriegt, immer wieder dieses Niveau zu halten, ja, und nie mal einen kleinen Einbruch zu haben oder so. Weil das ist ja nur menschlich. Ja. Mhm. Ich meine, jetzt auch eine Michaela Schifrin ist jetzt mal in Zagreb eingefädelt. Das kann ja mal passieren, finde ich jetzt nur menschlich. Genau. Und bei Marcel kommt natürlich dazu, er wurde von großen Verletzungen einmal verschont auch. Nicht? Er hatte einmal diesen Schienbeinkopfbruch, wo er dann eben die WM versäumt hat in Garmisch, aber sonst hat er eigentlich keine schweren Verletzungen gehabt. Nicht? Hat stimmt, aber sicher auch mit seinem Trainingsaufbau zu tun. Also das Glück muss auch immer mitfahren. Das ist einfach so. Da kann man sagen, was man will. Aber Maria, da kann man bei ihm wirklich sagen, das Glück des Tüchtigen. Weil absolut. Absolut. Maria, du hast uns auch ein Buch mitgebracht über das und auch über ein paar private Details aus deinem Leben, würde ich gerne nach einer kurzen Werbepause sprechen. Bleiben Sie dran. Von mir aus jederzeit. Hallo, zurück bei OE24TV, zurück aus der Werbepause. Bei uns zu Gast heute eine große Ehre, Maria Höfl-Risch, eine der großen, großen Skiläuferinnen der Geschichte, darf man schon so sagen, oder? Darf man ruhig so sagen, ich schon, Jack, oder? Ich untertreibe nicht. Maria, wer waren so deine stärksten Gegnerinnen aus dem ÖSV? Also da fällt mir auf jeden Fall auf Anhieb die Marlies Schild ein, speziell im Slalom. Also die und auch nach ihren Verletzungen immer wieder stark zurückgekommen. Mhm. Also an der habe ich mir teilweise schon die Zähne ausgebissen. Na, aber wir haben heute auch immer noch ein super Verhältnis und Verständnis. Ich wollte gerade fragen, wie geht man da privat um? Sagt man, na, heute schlage ich dich oder wie ist das dann? Nein, also als wir beide noch aktiv waren, da haben wir uns zwar gut verstanden und auch nett unterhalten mal, aber da war natürlich schon dieses Konkurrenzdenken noch viel mehr, beidseitig wahrscheinlich. Mhm. Sie hat vielleicht das Gefühl gehabt, mehr von mir, ich habe das Gefühl gehabt, mehr von ihr. Aber jetzt, nachdem wir beide aufgehört haben, sind wir, glaube ich, beide ein bisschen lockerer und entspannter und sehen uns auch manchmal privat. Also es ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, apropos locker, sie ist mir aber immer ein bisschen verbissener vorgekommen als du. Das hast jetzt du gesagt. Ja, aber so im Zielraum, man hat von dir immer ein freundliches Lächeln bekommen. Bei der Marlies war das nicht immer so. Nicht? Aber ich meine, so sind die Typen halt auch unterschiedlich, keine Frage. Ne? Ja, die Marlies ist sicher einfach auch extrem ehrgeizig, muss man auch sein, wenn man so weit kommen will, und nicht umsonst hat sie so viele Slaloms gewonnen, hat ja im Moment noch den Rekord. Ich befürchte, über kurz oder lang wird sie den an die Frau Schifrin abgeben müssen. Na, aber also auf jeden Fall war das eine, die mich, oder wir gegenseitig haben uns lange Zeit im Weltcup begleitet. Und dann natürlich Niki Horst, die nur ein Jahr älter ist als ich. Gegen die bin ich schon in Schülertagen gefahren. Und Kirchi, auch ein Jahr jünger wie ich, also Katrin Zettel, das ist alles so die Generation gewesen. Liz Görgel natürlich auch. Wie ist das so untereinander, wenn man da so auf Konkurrenz gepolt? Gibt es da Freundschaften? Ich glaube, du bist ja sehr, sehr gut befreundet mit Linze Won. Ja, also da gab es ja auch mal Knatsch vor einigen Jahren, aber wir sind halt einfach, Linze und ich, wir sind wirklich fast zusammen da reingewachsen in das Ganze. Also, wir sind Junioren-WM mit 14 Jahren miteinander gefahren, da haben wir uns auch kennengelernt und dann haben wir uns einfach angefreundet. Und damals war das ja noch nicht so, da ging es noch nicht um Weltcup-Punkte und die großen Star-Geschichten waren da noch nicht so auf dem Tablett. Und natürlich mit dem Erfolg hat sich das ein bisschen geändert und war dann natürlich für uns beide keine einfache Situation mehr. Aber heute verstehen wir uns wieder sehr gut, der Kontakt ist nicht mehr ganz so intensiv, weil sie jetzt natürlich auch nie da war. Wenn du vielleicht für unsere Zuseher, nicht jeder weiß es vielleicht, ihr habt euch eine Zeit lang nicht verstanden, was war da der Grund? Waren das diese Konkurrenzgeschichten? Ja, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte im Detail nochmal aufrollen. Da ist schon so viel drüber gesprochen und geschrieben worden. Nee, es war halt damals einfach, hat sich der Kampf im Gesamtweltcup zugespitzt und da sind die Nerven dann natürlich blank gelegen am Ende, beidseitig. Und sie hat dann da mit Material ein bisschen rumgetrickst, wo ich nicht ganz einverstanden damit war. Das ging dann auch noch durch die Presse und damit war dann mal kurz ein kleiner Break in unserer Freundschaft. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich aber auch für diesen Knatsch. Wir hatten gute Geschichten, keine Frage. Ja, und es war sicherlich auch damals ihr damaliger Ehemann Thomas Won, der war ja auch ein ziemlich brutaler Typ. Der hat da mit Sicherheit auch seine Finger im Spiel gehabt. Sie kam ja dann auch ein halbes Jahr später auf mich zu und da war sie dann von ihm getrennt und hat dann quasi sich auch entschuldigt und hat gesagt, sie war auch sehr von ihm beeinflusst und seitdem ist wieder alles in bester Ordnung. Wir haben von Comeback gesprochen. Anna Veit, traust du ihr, der Linse, dieses Comeback zu? Der Linse ist immer alles zuzutrauen, auf jeden Fall.
Man hörte, sie will ja jetzt schon in Zauchensee am Wochenende fahren. In Österreich das Comeback geben. Mhm. Weißt du da ein bisschen mehr? Kannst du uns da was verraten? Ich habe mit ihrem Trainer, beziehungsweise mit seiner Frau, die Enrica Cipriani, die ist ja Ski gefahren mit mir. Ja. Und die beiden waren Silvester bei uns in Kitzbühel und wir haben ein bisschen geratscht. Aber ich werde jetzt da natürlich auch nicht weitere Details ausplaudern. Aber das mit dem Zauchensee habe ich auch gehört. Sie wird sicher ein bisschen trainieren wollen und müssen vorher. Ich habe es vorher schon gesagt, in der Abfahrt braucht man vielleicht nicht ganz so viel Training, vor allem mit der Routine, die die Lindsay ja hat über die vielen Jahre. Aber ein bisschen wird ihr das Training wahrscheinlich schon fehlen. Und ich bin gespannt, ob sie wirklich in Zaunsee schon am Start steht. Das Ganze, dann ist ihr das zuzutrauen. Das Ganze ist ja auch nicht so ungefährlich mit. Sie hat noch immer die Titanplatte drinnen nach dem Schulterbruch. Also wenn die stürzt, sagen auch die Ärzte, es geht ein großes Risiko ein. Ne? Ja, andererseits, wenn sie schon wieder, ich verfolge das ja auch ein bisschen auf Social Media, also wenn ich mir da die Klimmzüge und die Liegestützen anschaue, die sie schon wieder macht, dann wird sie auch einen Skistock halten können. Aber natürlich, ich meine, Stangenkontakt ist durchaus möglich in der Abfahrt mit über 100 km/h gegen eine Torstange mit einem gebrochenen Oberarm. Sie muss es selber entscheiden. Also ich denke, von der Überwindung her und vom fahrerischen Vermögen kann sie sicher sofort wieder vorne mitfahren. Vor allem, weil der Arm sie ja nicht direkt behindern wird beim Fahren. Ja. Also vielleicht beim Anschieben noch ein bisschen. Aber ansonsten, ihre Beine sind wieder in Ordnung. Sie macht einen sehr fitten, guten Eindruck und ich würde sie wünschen. Und sie wird ja getrieben, sie wird ja auch getrieben von diesem Rekord von Ingemar Stenmark. Ja. Diese 86 Weltcup-Siege, die der Ingemar da eingefahren ist, ist ein ewiger Rekord, Allzeitrekord. Lindsay ist bei 76 Rekorden. Ihr fehlen eigentlich nur noch 10 Siege. Also ich glaube, das ist ja, du kannst das wahrscheinlich bestätigen, das ist so ihr letztes großes sportliches Ziel, das sie auch wirklich antreibt, oder? Ja, ich denke, der Rekord und schon auch bei Olympia nächstes Jahr. Okay, Olympia noch einmal, ja. Aber kommen wir zurück zu dir, Maria. Wie ist das eigentlich, wenn man als Mensch zu einer Marke wird? Das nimmt man so wirklich gar nicht wahr, dass man, also es hört sich so komisch an. Ich bin eine Marke, es hört sich komisch an, finde ich. Auf jeden Fall, also. Nein, aber das war, natürlich haben sich durch die Erfolge, die ich auf der Piste hatte, verschiedene Möglichkeiten und Dinge ergeben, die mir einfach auch Spaß machen und die auch natürlich ein bisschen vorbereitend für mein Leben danach sind. Ich meine, ich bin jetzt 32, bin schon das dritte Jahr nicht mehr aktiv. Eigentlich, da stehen andere erst am Anfang von ihrem Berufsleben. Ja, und dass ich den Leistungssport nicht ewig machen kann, das war mir klar. Und dass ich dann natürlich das ein bisschen mitnutzen muss und auch will, was ich in meiner aktiven Zeit geschafft habe. Ich glaube, das ist nur verständlich. Und dass ich jetzt auch so viele tolle Sachen machen kann. Du hast uns ja auch Spaß ein Buch mitgebracht. Zum Beispiel das Buch, ja. Das ist einfach toll für mich und ist auch ein Stück weit meine Zukunft, ja, und mein jetziges Leben. Wenn du uns vielleicht ganz kurz, bevor wir genau darüber sprechen, erzählst, worum es in deinem Buch geht. Ja, wie ja der Titel schon sagt, Maria macht dich fit. Ich bin einfach während meiner Karriere schon und auch danach jetzt viel gefragt worden, wie ich trainiert habe früher, was ich jetzt anders mache, ob ich irgendwelche guten Tipps habe für ein gutes Training und Motivation dafür und so. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. So habe ich eben dieses Konzept mir mal überlegt und auch ein Online-Portal davon gibt es, mariamachtdichfit.de. Dann wird es auf dem Kreuzfahrtschiff, auf der MS Europa 2, auf mehreren Reisen im Jahr auch durch mich selber dort. Also bist du wirklich aktiv dabei? Ja, ja, ich war jetzt erst in der Südsee zwei Wochen. Bist du am Schiff die Vorturnerin dann? Sozusagen? So ungefähr, ja. Okay. Nee, ich habe noch einen ehemaligen Konditrainer dabei, der mich da ein bisschen unterstützt. Also wir machen das dann so miteinander. Der eine macht ein bisschen vor, der andere korrigiert die Leute, weil darum geht es ja vor allem bei den Übungen. Das muss auch richtig in dem Buch, machen. Da geht es jetzt nicht, dass man sich auspowert und möglichst lang und viele Wiederholungen, sondern es geht vielmehr darum, dass man es wirklich sauber ausführt. Die Qualität der Übung ist das Entscheidende, ja. Und wie ist das eigentlich, wenn man so sagt, ist das dein erstes Buch? Nein, ich habe auch schon eine Art Biografie vor 3 Jahren, müsste das gewesen sein. Das war aber 2012, mehr wirklich ich, meine ganze Geschichte und was ich alles erlebt habe. Also das ist jetzt wirklich ein Fitnessbuch, schon mit einem kleinen Biografie. Für Normalsterbliche durchtrainierbar sozusagen. Ja, für jedermann eigentlich. Also das ist ja auch das Besondere an der Geschichte, weil das habe ich einfach, als ich mit dem Heini Bergmüller in meinem letzten Jahr auch mich vorbereitet habe, da habe ich einfach den Unterschied nochmal gesehen, was es wirklich
ausmacht oder wie viel mehr man rausholen kann, wenn man individuell trainiert. Man kann nicht ein Programm für alle machen. Ja, genau. In so einem Team, ich meine, wir waren da 10, 12 Mädels teilweise, da jedem denselben Trainingsplan in die Hand zu geben, der totale Schmarrn. Und so ist es auch bei Hobbysportlern. Du hast es ja angesprochen, den Heini Bergmüller, das war ja der Fitnesstrainer vom Hermann Mayer. Und wo ich natürlich gleich hängen geblieben bin, ich glaube, du warst ja, wie du 28 warst, so ein bisschen am Scheideweg. Soll ich weitermachen, soll ich aufhören? Und da hast du den Hermann Mayer, glaube ich, um Rat gebeten. Kannst du uns kurz erzählen, wie das war damals? Ja, das war eben die Saison, in der Tina Maase so stark war. Mhm. Die hat ja da den Gesamtweltcup mit über 2000 Punkten Vorsprung gewonnen. Genau. Mhm. Und irgendwie wollte ich da natürlich noch mal ein bisschen mithalten. Und ich hatte da auch keine schlechte Saison. Ich war im Gesamtweltcup Zweite oder Dritte in dem Jahr. Ich glaube Zweite, aber halt viele Punkte hinter ihr. Und habe mir gedacht, okay, irgendwas muss ich jetzt mir mal überlegen. Und wenn man halt dann auch geschaut hat, die ganzen Topstars, wie eben Hirscher damals schon, aber auch Lindsay, Tina Maase, Lara Gut, sind halt alle so ein bisschen individuell betreut oder zumindest individuell leer, als ich das damals gespürt habe. Und ich habe mir gedacht, ich will mich jetzt nicht komplett irgendwie aus dem Team abkapseln, aber ich möchte einfach so ein bisschen mehr Individualität in mein Training reinbringen. Und das war für mich einfach auch wichtig, weil ich war ja die Einzige in der Mannschaft, die alle Disziplinen gefahren hat. Natürlich konnte ich nicht trainieren wie die anderen. Ich habe erst einmal mehr Schneetage gebraucht, mehr Variabilität, was Pisten und Ausrüstung betrifft. Ja, ich habe teilweise jeden Tag gewechselt zwischen Slalomski und Abfahrtski so ungefähr. Und dann natürlich das Vorbereitungstraining im Sommer, weil das war damals, ich glaube, da kannst du dich auch dran erinnern, schon auffällig, wie brutal fit die Tina Maase auf einmal war. Unglaublich, wie die aus dem Sommer gekommen ist. Ja. Und da hast du den Hermann Mayer sozusagen darum gebeten, wie hat er das damals gemacht, weil er hatte ja auch so eine Situation als schon Einzelkämpfer im Team und als einer, der schon eine besondere Betreuung auch gebraucht hat. Und er hat gesagt, ich habe einfach, also mein Schlüssel oder einer der Schlüssel zum Erfolg war für mich der Heini Bergmüller, weil der hat mich einfach so fit gemacht, nach meinem Motorradunfall sowieso, aber auch davor. Und das war für ihn einfach nochmal eine andere Dimension an Kräftigungstraining und Ausdauertraining vor allem. Der Heini ist ja Das heißt, da hast du richtig gelitten. Naja, natürlich, es war schon sehr intensiv und das Wichtige war halt eben der tägliche Kontakt. Ja. Ich habe dem Heini jeden Tag meine Pulswerte geschickt, meine Laktatwerte. Er hat das Training dementsprechend angepasst. Ja. Der hat sofort gesehen, oh, da war sie jetzt ein bisschen zu überfordert. Oder wenn jetzt zum Beispiel beim regenerativen Radeln der Puls nicht mehr runterging, dann hat er gewusst, jetzt bin ich am Limit. Ja. Jetzt müssen wir das Training ein bisschen runterfahren. Mhm. Und das war einfach, ich bin nicht einmal krank geworden im Sommer. Ich habe mich super entwickelt, meine Werte haben sich super entwickelt, obwohl ich die ersten 6 Wochen eigentlich nur niedrig intensiv trainiert habe. Also nur ganz lockeres Ausdauertraining im niedrigen Pulsbereich, das Krafttraining auch eher kraftausdauerorientiert, also viele Wiederholungen mit wenig Gewichten. Mhm. Und erst dann, so Mitte Juni, ins richtige Krafttraining zum Kraftaufbau eingestiegen. Aber das hat so angeschlagen wie die ganzen Jahre vorher, nie über viel längere Zeit. Und du hast ja dann unter anderem einen Olympiasieg noch geholt in Sochi, kann man sagen. Dass sogar Österreich ein bisschen der Olympiasieg gehört auch, oder? Das ist wieder Hermann Mayer, Heini Bergmüller. Naja, genau, Schmidt. Ja, genau. Und natürlich, weil ich jetzt auch noch in Kitzbühel wohne, ist es ja eigentlich. Ja. Du bist quasi Österreicherin. Maria, worüber ich gerne nach einer kurzen Werbepause mit dir plaudern würde, ist doch ein großer Einschnitt an deinem Leben war das Karriereende dann, wie du aufgehört hast mit der aktiven Skikarriere. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nach einer kurzen Werbepause darüber weitersprechen. Bleiben Sie dran. Hallo zurück, da sind wir wieder aus der Werbepause. Ich sage es nochmal, weil das war jetzt kein deutscher Satz, macht auch nichts. Hallo zurück, wir sind wieder da aus der Werbepause. Maria, wir haben es vor der Werbepause schon ganz kurz angekündigt, dein Karriereende. Wie war das, wie kam es dazu? War das ein langer Prozess der Entscheidungsfindung oder hast du von heute auf morgen einfach gesagt, that's it, ich mach's nicht mehr? Also ich glaube, das war so 2011 ungefähr nach meinem Gesamtweltcup-Sieg oder sogar schon vorher, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir mal irgendwie so eine Fernzielstrategie überlegen, zusammen mit meinem Mann, der ja sich dann mit seiner Firma um mein Management auch gekümmert hat, weil es geht natürlich dann auch um die Zeit danach. Ja. Und dann haben wir irgendwie so vereinbart, also das ganz große Ziel ist jetzt natürlich Sochi 2014 und wenn da halt wirklich was geht, dann könnte es schon sein, dass es dann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist aufzuhören oder halt vielleicht noch
die WM in Wales mitnehmen. Aber das habe ich eigentlich 2011 schon gesagt, dass länger als 2015 für mich eigentlich nicht in Frage kommt. Ja, und dann natürlich durch das, dass ich das gesagt habe, bin ich dann halt immer wieder darauf angesprochen worden. Das war halt dann so, während der Saison 2014 schon die ganze Zeit. Und dann habe ich aber immer gesagt, ich lasse jetzt das erstmal alles zu Ende gehen und dann schauen wir. Und dann, als dann natürlich auch noch der Erfolg bei Olympia kam, jede Frage ging. Und hörst jetzt auf. Und ich habe gesagt, jetzt lasst mich doch, ich fahre noch um den Gesamtweltcup, lasst mich doch erstmal die Saison zu Ende bringen. Ja, und dann ist es ein bisschen unglücklich zu Ende gegangen mit dem Sturz in Lenzerheide, wo ich mir dann da den Ellbogen und die Adduktoren verletzt habe und dann halt den Gesamtweltcup nicht mehr drum kämpfen konnte. Aber das war für mich dann nicht der Grund, dass ich aufhöre, weil es haben viele gedacht, na, jetzt wegen Verletzung die Karriere beendet. Natürlich wäre es nochmal die absolute Krönung gewesen, auch den Gesamtweltcup nochmal zu gewinnen. Aber die Olympiagoldmedaille war einfach das Wichtigere für mich. Und ich habe dann irgendwie gespürt, ich habe dann den Rest vom Weltcupfinale zu Hause mit meinem einbandagierten Arm auf der Couch verbracht und habe dann da mir das angeschaut, wie das alles zu Ende geht und habe dann irgendwie in mir gespürt, nee, es ist vorbei jetzt. Ich war dann fast froh, also natürlich war es traurig für mich, den Gesamtweltcup nicht mehr drum kämpfen zu können, aber ich war fast froh, weil es waren so schwierige Rennen dann in Lenzerheide mit wieder Nebelverschiebungen und die Piste gebrochen und alles, was man eigentlich überhaupt nicht mag. Und dann war ich fast froh, dass ich da auf der Couch war und das nicht mehr machen musste. Und dann habe ich mir gedacht, nee, es ist jetzt einfach Zeit zu gehen. Und es war dann trotzdem nochmal hart oder halt komisch, die Zeit bis dahin, wo ich es dann wirklich verkündet habe und wo ich es auch allen gesagt habe, meinen Trainern. Ich meine, es war natürlich schon eine sehr intensive, enge Zeit mit sehr vielen Leuten und da kam dann auch die ein oder andere Träne bei der Verkündung selber vor den Medien, das ist ja immer so ein bisschen pro forma Geschichte, aber als ich es meinen Trainern gesagt habe, das war schon sehr emotional. Rolle hat eigentlich dein Ehemann, der Markus, dabei gespielt? Also, oder bei, hast der Entscheidung? Du das, bei der Entscheidung? Gar hast du das nur für dich selbst ausgemacht, so wie du gesagt hast, du bist auf der Couch gelegen und hast gesagt, okay, jetzt ist Schluss? Ja, nee, ich habe schon mit ihm diskutiert und wollte seine Meinung hören, aber er hat immer gesagt, du musst es wissen. Ich sag dir bestimmt nicht, was du jetzt machen sollst. Also er hat gesagt, das ist deine eigene Entscheidung. Hast noch die Motivation, nochmal anzupacken, dann mach's oder hast du es nicht mehr. Und die Trainer haben auch nicht versucht, dich zu überreden noch? Also der Wolfi Meier, unser Sportdirektor, der hat, glaube ich, schon geahnt, dass das ein bisschen, dass es halt schwierige Jahre werden könnten jetzt danach, weil einfach nicht so die, außer der Vicky natürlich, die schon im Riesenslalom sehr, sehr stark war, immer eigentlich stärker als ich, aber dass halt im Slalom und im Speedbereich ein bisschen dünn besiedelt ist. Und der hat ja schon eigentlich die ganzen Wochen vorher, weil der hat irgendwie schon gemerkt, das bahnt sich vielleicht an, der hat schon immer versucht, mich da zu bearbeiten. Aber als ich es dann entschieden habe, hat auch er gesagt, das ist zwar sehr schade, aber muss man natürlich akzeptieren. Und wie ist es dann so, wenn man den ersten Tag ohne Training ist, steht man irgendwie vor dem Nichts oder wie ist das? Nein, es war ja immer so, dass wenn die Saison vorbei war, dass dann erstmal 2-3 Wochen ein bisschen Urlaub war, ja. Aber dann irgendwie, ich konnte mich da nie so richtig entspannen und wirklich abschalten, weil ich ja immer schon im Urlaub gewusst habe, ich komme jetzt dann heim und dann geht es wieder von vorn los. Jeden Tag wieder stundenlang in die Kraftkammer auf dem Fahrrad. Schrecklich. Es war eben, ja, es war auf der einen Seite natürlich wieder Motivation. So, jetzt geht's, jetzt packe ich dann wieder an. Aber auf der anderen Seite ist es mit den Jahren halt immer ein bisschen schwieriger geworden. Da lag ich halt dann im Urlaub und dann dachte ich, es wäre so schön, wenn ich jetzt nicht heimkommen würde und gleich wieder, also Skitest war da manchmal. Und alles, ja. Und dann auch immer die Reise nach Südamerika im Juli, August. Und nach Neuseeland. Ich meine, das, wenn bei uns Sommer ist, in den Winter zu fliegen. Ja. Das ist zunehmend mühsamer geworden. Aber in dieses schwarze Loch bist du nie gefallen, ne? Nein. Auch wahrscheinlich, weil du den Absprung zum richtigen Zeitpunkt gemacht hast. Am Höhepunkt hast du aufgehört. Ich habe auch nie gehadert damit, obwohl ich bis heute gefragt werde, ob mir nicht irgendwas fehlt, weil die Leute das irgendwie nicht verstehen können, wenn man das so lang mit so viel Freude und auch Erfolg halt betrieben hat, dass einem das dann, dass man das halt vermissen muss quasi. Aber was natürlich auch immer alle interessiert, hast du Existenzängste dann bekommen? Oder hast du zu aktiven Zeiten genügend verdient und genügend sozusagen angelegt, dass du abgesichert bist? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also es kommt immer ein bisschen auf den Lebensstil an, würde ich sagen. Aber wenn ich einigermaßen normal mache, dann hoffentlich passiert da nichts mehr. Aber
es ist jetzt auch, also natürlich verdiene ich jetzt nicht mehr so viel wie damals, als ich so die vielen Rennen gewonnen habe. Da hatte ich natürlich super Partnerverträge auch. Aber ich habe immer noch einige Kooperationen aus der Zeit. Für Audi bin ich immer noch viel unterwegs und kriege halt da dann also verschiedene Termine von denen. Und natürlich die MS Europa 2 Kooperation ist super. Wichtig ist ja nicht für mich, dass ich jetzt weiterhin möglichst viel Geld verdiene, weil, wie du schon gesagt hast, da ging Gott sei Dank während der Karriere schon einiges. Und deswegen bin ich jetzt einfach dankbar, dass ich so viele tolle Sachen machen kann. Der Marcel Hirsch hat gelacht bei der Frage, als ich gesagt habe, bist du eigentlich reich, bist du Millionär? Hat er gelacht und hat gesagt, naja, also so ist es nicht, dass man, weiß Gott, wie Multimillionär wird. Wie ist das bei dir? Ich glaube, dass Herr Marcel Hirsch schon auch entspannt mal die Füße hochlegen kann. Also die Top-Leute verdienen einfach gut. Es sind nicht viele. Aber was kann man da verdienen? Als Vorstellungsrahmen, kann man da wirklich Multimillionär werden? Ist das so? Mit Werbeverträgen? Vor allem mit Preisgeld. Ich meine, der Hirscher steht jetzt mal am Podium. Ich meine, man braucht ja nur mal durchrechnen. Marcel so habe ich nie Skifahren gelernt. Verdammt. Ja, Marcel Hirscher ist sicher zwischen 4 und 5 Millionen Euro im Jahr einzuschätzen. Mhm. Naja, das ist schon schön, würde ich mal sagen. Steigen die Deutschen jetzt rein vom Verdienst her besser aus als die Österreicher? Im Alpin? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also im Allgemeinen, ich meine, wer sicher gut verdient, ist der Felix Neureuther, weil er auch erfolgreich ist und weil er einfach ein super cooler Typ ist, der überall gut ankommt und sicher auch gute Verträge hat. Aber also jetzt, wenn man den Hirscher allein vom Preisgeld her, das ist ja, man kriegt der Preisgeld vom Veranstalter, dann plus Prämien von verschiedenen Partnern, ja, vom Ausrüster, vom Kopfsponsor und so weiter. Also da geht schon was, wenn man so schön ja, sagt. Also da gibt es sicher in Deutschland niemand, der auch nur annähernd da hinkommt. Und die Anna Fenninger, bevor sie verletzt war, ähnlich. Ja. Klar doch, ne? Nein. Du hast ja dann nach Karriereende, nach aktivem Skikarriereende, eine Modelinie gegründet. Wie war das? Wie kam es zu der Idee? Ja, halt einfach um dieses ganze Fitness-Thema herum, was ich ja da eigentlich gleich zu Beginn angepackt habe, hat halt das mit der Fitnessbekleidung irgendwie dann auch noch dazu gepasst. Und mein Mann hat geschäftlich mit einem Otto-Konzern zu tun, also eigentlich mit Hermes. Und so kam dann der Kontakt eben zum Otto-Versand und die gemeinsame Idee, da eine Maria-Kollektion zu entwerfen. Und es hat Spaß gemacht, da ein bisschen mitzuwirken. Ich bin natürlich jetzt keine Designerin, aber ich habe halt, ich habe ja früher schon Skibekleidung bei Bogner mitdesignt und dann jetzt das Ganze quasi komplett eigen zu machen mit Designern von Otto zusammen, das war toll, hat Spaß gemacht. Läuft gut? Ja. Also ein erfolgreiches Label, kann man sozusagen sagen. Ja. Franz Klammer ist ja, glaube ich, oder? Franz Klammer ist gescheitert. Franz Klammer hat das auch gemacht. Ist leider gescheitert. Ja, das ist, ich meine, wo macht man das fest, erfolgreich oder nicht? Das ist ja jetzt noch ganz jung, das ist in einem riesen Konzern und natürlich verkaufen die mit anderen Marken viel, viel mehr, die einfach schon renommierter sind und so. Aber so zum Start war das jetzt mal ganz gut. Du schreibst in einem Buch, hast du auch Ernährungstipps. Wie ernährst du dich selber? Hältst du dich strikt daran? Oder ist jetzt die Zeit, wo man sagt, ach komm, jetzt sündige ich auch mal und esse ein paar Burger? Jetzt, Burger, ihr Weihnachtsplatzl. Ne? Nein, ich bin ja keine Ernährungsexpertin. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung ein bisschen sprechen und die Tipps, die ich teilweise von anderen bekommen habe oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach weitergeben. Es sind viele Sachen dabei, die eigentlich eh jeder weiß, aber nur, das muss man halt bewusst auch machen. Ja? Bewusst essen ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach nicht wahllos irgendwelche Sachen in sich reinschaufelt. Und natürlich, ich bin auch nicht immer super diszipliniert. Also ich esse auch gern Süßigkeiten und ich esse einfach gern. Ich versuche halt dann mit Sport immer ein bisschen gegenzusteuern und mal gelingt es besser, mal weniger und jetzt nach den Weihnachts- und Feiertagen habe ich sicher auch wieder das ein oder andere Kilo zu viel drauf, aber ich versuche halt jetzt dann, ich habe jetzt eh wieder so viel zu tun, bin so viel unterwegs im Januar und da versuche ich dann einfach wieder ein bisschen braver zu essen, ein bisschen weniger vor allem. Wie sportlich geht nicht immer nur bist du noch selbst? Machst du noch aktiv? Also gehst du noch laufen? Machst noch Kraftkammer? Also laufen mag ich jetzt nicht so gern, weil das auch meiner Meinung nach
nichts unbedingt, also es ist Typsache. Ich bin jetzt nicht der Läufertyp, ja. Ich bin relativ groß und habe mit den Knien schon Verletzungen gehabt. Also ich gehe dann, hört sich jetzt wahrscheinlich für einige, die viel Sport machen, blöd an, ich gehe lieber zum Walken. Mhm. Ich mache dann lieber eine Wanderung über 1,5-2 Stunden, bevor ich eine Dreiviertelstunde zum Laufen gehe. Ist auch gelenkeschonender, ne? Gelenkeschonender und sicher besser für einen Fettstoffwechsel als jetzt eine intensive Laufeinheit. Und Ergometer noch so? Genau, Ergometer. Genau, Ergometer am liebsten klein, der Früh, nüchtern, auch als Stoffwechseltraining, also wirklich nur mit niedrigem Puls, 115, 120, einfach um den Stoffwechsel zu aktivieren. Das ist wirklich ein Druckschluss. Viele meinen, es muss anstrengend sein, damit es was bringt, aber vielleicht verbrenne ich in einer Stunde intensiv mehr Kalorien als jetzt in einer Stunde niedrigintensiv. Aber das eine sind halt Fettkalorien und das andere sind Kohlenhydratkalorien, weil intensiv heißt immer Kohlenhydratspeicher ausleeren. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du dann in Kitzbühel vor dem Fenster auf dem Ergometer und schaust aufs Horn oder auf den Hahnenkamm rauf? Naja, leider haben wir unseren Fitnessraum im Keller. Ah, okay. Deswegen leider kein Fenster, aber ein Fernseher und ich lese halt nebenbei Nachrichten oder halt Tageszeitung auf dem iPad, damit ich ein bisschen informiert bin, was so los ist. Schau nebenbei Fernsehen und. Kitzbühel ist auch ein ganz gutes Stichwort. Kitzbühel ist ja ein Society-Parkett mittlerweile. Und du bist ja auch jemand, der so ein bisschen in die Welt der Society auch eingetaucht ist. Man hat dich viel auf dem roten Teppich gesehen. Wie ist das so? Naja, viel auf dem roten Teppich. Das hat sich irgendwann mal einer ausgedacht, das zu schreiben. Und seitdem habe ich irgendwie diesen Stempel drauf. Ich bin gar nicht so viel auf roten Teppich. Es war nach meinem Olympiasiegen in Vancouver. War ich natürlich wahnsinnig viel eingeladen und es war halt die Zeit, wo ich wusste, die muss ich jetzt auch nutzen, um einfach meine Bekanntheit nochmal zu steigern und so. Und da war es dann vielleicht mal ein bisschen mehr, aber ansonsten war ich eigentlich schon immer sehr konzentriert auf den Sport. Und auch jetzt, ich gehe wirklich nur noch auf ausgewählte Veranstaltungen, weil mir das sonst alles irgendwie zu viel und zu anstrengend ist. Ich bin eh so viel am Reisen nach wie vor. Ich genieße es einfach auch gern mal daheim zu sein. Und nicht von da nach da nach da, und dann brauchst du da wieder ein Gleit, dann musst du da wieder schauen, dass jemand die Haare hochsteckt. Das ist alles anstrengend, ehrlich. Das ist das, glaube ich. Oder halt zumindest eine Riesenorganisation. Und einfach ist manchmal schöner, auf der, daheim auf der Couch zu bleiben. Und aber was war die eigentliche Frage? Ob du das Society-Parkett auch genießt, wie es für dich ist? Ich genieße es dann schon mal, auf einer schönen Veranstaltung zu sein. Aber jetzt nicht unbedingt, weil ich es liebe, über einen roten Teppich zu laufen und fotografiert zu werden, sondern weil es einfach schöne Veranstaltungen sind, mit einem tollen Programm, mit netten Leuten, guten Unterhaltungen. Das ist für mich eigentlich die Hauptmotivation, auf so eine Veranstaltung zu gehen und nicht wegen den Fotos. Wobei es sensationelle Fotos von dir gibt, habe ich gesehen, im Bikini, also wirklich. Ja, das hat damals, haben wir ein Shooting gemacht mit der Gala, das war toll, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also sind wirklich, kommen gleich, wenn man googelt, kommen diese tollen Fotos. Ist so etwas eigentlich auch geplant noch, jetzt in Zukunft, solche Fotoshootings? Also klar, wenn sich was ergibt, immer gerne. Also, Kniefotos möchte ich jetzt heute keine mehr machen. Wie schaut es eigentlich mit Playboy aus? Nein. Ist gar nichts für dich? Auf gar keinen Fall, nein. Warum nicht? Nein, das würde ich nicht machen. Aus Prinzip nicht. Nein. Schauspielerei vielleicht. Du hast ja sogar einmal Marienhof, glaube ich, mitgespielt. Und Sturm der Liebe. Sturm der Liebe, genau. Folge 666. Ach, das weißt du. Das weiß ich, ja. Da hast du dich doch selbst gespielt. Er hat sie 100 Mal gesehen. Ja, in einem habe ich mich selbst gespielt und im anderen habe ich irgendwie so eine Gastrolle gehabt. Ja, nee, es war ganz witzig, weil ich war damals totaler Soap-Fan. Ich habe wirklich selber sehr viel Soaps geschaut. Mhm. Aber da bin ich total weg davon. Also würde dich nicht reizen auch, oder? Keine Schauspielkarriere? Na, ich bin jetzt mittlerweile eher so auf US-Serien. Okay. Mich schon durch die House of Cards-Staffeln gekämpft und jetzt im Moment bin ich bei Scandal. Sehr spannend, aber nee, Schauspielerei, ich glaube, das ist dem ganzen Text auswendig lernen. Also ich würde sagen, was dich so privat interessiert und vielleicht auch deine Pläne, darüber würde ich gerne noch ein bisschen intensiver quatschen nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Gut. Hallo, zurück bei uns auf der Couch nach einer kurzen Werbepause mit Maria Höfel-Risch. Maria, ich würde dich gern, viele Sportler sprechen nicht gern darüber, aber ich würde dich gerne ein bisschen ich muss noch mal kurz, weil das Mikro hat sich wieder versteckt da unten. Jetzt müssen wir noch mal anfangen. Warte mal. Es dreht sich da immer so blöd rein. Hallo. Ist eigentlich ganz gut so. Ich glaub, die hörst du mit die Maria, oder? Okay. Ja. Aber die Qualität ist okay, oder? Ja. Okay.
Okay. Gut. Gar nichts war nicht schlecht. Gar nichts, aber keine Stühle. So. Okay. Sehr gut. Okay. Okay. Ja. Brauchst du eigentlich keine Klappen mehr? Nein, die anderen Kameras laufen durch. Ah, okay, danke. Und da sind wir wieder zurück bei OE24TV aus der Werbepause, gemeinsam mit Maria Höfler-Risch und unserem Experten, dem Herrn Unterweger. Vielen Dank auch, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist eine große Ehre, mit der Maria und mit dir natürlich hier zu sitzen. Dankeschön. Maria, ich weiß, viele Sportler oder viele Leute aus der Öffentlichkeit sprechen nicht gerne darüber. Ich frage dich trotzdem, wie ist das so in deinem Privatleben? Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ha, ja, das war erst eigentlich auf beruflicher Ebene. Da waren mehrere Firmen irgendwie interessiert, da bei meinem Management mitzumachen oder mir halt mein Management abzunehmen sozusagen. Ich war damals auch nicht ganz glücklich mit der Agentur, die ich vorher hatte. Naja, und einer dieser Agenturen war halt die Firma von Markus, MHM. Und so haben wir uns kennengelernt und ja, ich muss zugeben, dass ich gleich, also Liebe auf den ersten Blick hört sich jetzt immer so kitschig an, aber ich war relativ schnell hin und weg. Ja. Deshalb auch für ihn entschieden, oder wie? Für seine Firma entschieden. Vielleicht gab es einen ganz kleinen Einfluss. Nein, er kam mir auch mit der Firma am besten und am professionellsten vor. Naja, und dann war das aber natürlich... Gegenseitigkeit war ja auch gleich. Ja, naja, es war am Anfang so ein bisschen eine Romanze, aber irgendwie war das halt durch die berufliche Verbindung dann nicht ganz so einfach. Und haben wir dann beide erstmal gesagt, naja, ist vielleicht nicht so gut und lassen wir es lieber mal. Aber irgendwie so nach ein paar Monaten haben wir es uns dann doch anders überlegt. Und das heißt, ihr habt euch beide auf Hold gestellt sozusagen. Beide waren verliebt ineinander und... Genau. Nein. Ist ja anstrengend. Ja. Ja, naja. Für die Liebe muss man arbeiten. Ja, das habt ihr offensichtlich getan. Und dann, wer hat dann den ersten Schritt gemacht? Hat gesagt, komm, lass das sein. Ja, erst habe ich noch mal so ein bisschen, aber dann bin ich da irgendwie ein bisschen abgeblitzt. Da habe ich mir gedacht, naja gut, also dann halt nicht. Ja. Und dann habe ich ihm sozusagen die kalte Schulter gezeigt und dann kam er wieder. Ja, das funktioniert ja oft ganz gut bei Männern. Ja, ja, das muss man echt stark sein. Ja. Also das heißt, du musstest richtig um ihn kämpfen? Ja. Oder zumindest brauchte ich einen langen Atem. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Mittlerweile seid ihr verheiratet. Wie war der Heiratsantrag? Ach, das ging ja dann eben alles ganz schnell, nachdem wir uns quasi beide wirklich dazu durchgerungen haben, auch mit aller Konsequenz, weil wir wussten natürlich, dass das in dem ganzen Umfeld nicht ganz so einfach sein wird. Diese Kombination auch, dass er quasi mein Manager und dann mein Lebensgefährte ist. Aber nachdem wir uns das dann beidseitig durchgedacht haben, haben wir dann gesagt, okay, warum dann nicht gleich? Ja? Und dann gleich im ersten Urlaub, also wir waren dann, also eben diese paar Monate Techtelmechtel weggerechnet, waren wir dann eben noch nicht so lang zusammen, da haben wir einen Antrag im Urlaub gemacht. So mit Kniefall, wie man sich's vorstellt? Nein, aber beim romantischen Abendessen auf Mauritius, das war... Und wo hast du den Verlobungsring gefunden im Champagnerglas? Ja, es war kein Verlobungsring, sondern tatsächlich die Ohrringe, die ich auch heute fast noch täglich trage. Das sind meine absoluten Lieblingsohrringe. Mit denen bin ich auch fast alle Skirennen dann gefahren. Die waren dann einfach im Jackett. Kam es überraschend für dich, weil du sagst, es waren dann doch erst ein paar Monate Beziehung? Ja, dass er das dann da gleich macht. Also wir haben schon davor schon drüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall dann irgendwann heiraten werden oder dass wir uns das beide vorstellen können. Weil er war ja schon mal verheiratet und hat damals eigentlich gesagt, nein, er heiratet nicht mehr. Aber er hat mir dann gleich zu Beginn gesagt, also nur, dass ich Bescheid weiß, er könnte sich das dann schon auch mit mir irgendwann wieder vorstellen. Und 14 ist halt unsere Glückszahl. Dann hat er gesagt, Mensch, vielleicht wird 14 ein ganz gutes Jahr dafür. Da gewinnst du dann erst bei Olympia nochmal eine Goldmedaille und dann heiraten wir und dann beendest deine Karriere. Und dann ging es halt doch etwas schneller. So war es dann auch. Nur die Hochzeit kam schon 2011. Ihr wohnt zwar in Kitzbühel, aber ich glaube, ihr baut ein Haus am Gardasee. Wie weit ist das? Ja, das ist fertig, schon. Das haben wir 14 begonnen, im Oktober 2014 und es ist jetzt fertig geworden im Juni. Du übersiedelt dann fix hin oder wie ist das? Nein, wir sind im Sommer halt viel unten, ja, weil wir können von dort eigentlich gut arbeiten. Es gibt Markus und ich, wir machen viel über Telefon und E-Mail. Dann gibt es 4 Flughäfen in unmittelbarer Nähe, also die sind für uns genauso schnell erreichbar wie von Kitzbühel aus München oder Salzburg. Und da kann man dann auch mal schnell einen Tagestermin in Hamburg oder Berlin machen. Also das ist eigentlich
organisatorisch alles sehr gut handelbar. Mich interessiert jetzt natürlich, gibt es dort 14 Kinderzimmer? Oder wie viele? Ja, sind, im Moment sind es noch Gästezimmer. Könnte man dann eher zu einem Kinderzimmer mal umfunktionieren, aber also, noch keine Eile. Die Frage, die dir auf der Zunge brennt, ja. Sprich sie aus. Was ist mit Babys? Ja, mit es hat im Moment irgendwie passt irgendwie noch nicht so rein. Ich bin wirklich so viel unterwegs und wir beide lieben halt also ein bisschen diese Unabhängigkeit und die Spontanität und dass man halt einfach jetzt im Sommer, wenn es mal im Büro ein bisschen ruhiger ist und das Wetter ist schön, zack, nein, ins Auto und dann Gardasee. Und dann halt. Das kann man auch mit Kind. Ja, aber das ist nicht ganz so einfach. Also wie lange schiebt ihr das noch auf? Aber Kinder möchtest du prinzipiell? Ja, aber im Moment verspüre ich da jetzt noch nicht so den Wunsch danach. Also wir schieben es eigentlich nicht auf, sondern es passt alles im Moment, wie es ist. Und natürlich muss man, ich bin 32, ich glaube, ich habe schon noch ein paar Jahre Zeit, aber irgendwann muss man schon eine Entscheidung treffen, weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass es dann sofort klappt. Also irgendwann die nächsten Jahre werden wir dann schon eine Entscheidung treffen, aber ich kann das ja jetzt auch nicht irgendwie herbeizwingen. Aber ist es überhaupt so ein brennender Wunsch in dir, oder sagst du, ich könnte mir eigentlich auch ein Leben ohne Kinder vorstellen? Ja, könnte ich mir. Mhm. Ja. Und für deinen Mann, ich glaube, dein Mann hat schon zwei Kinder, genau, oder? Genau, also für ihn sowieso, also er sagt jetzt nicht, ich will das auf gar keinen Fall mehr, aber er sagt jetzt auch nicht, dass er es unbedingt noch möchte, also ich glaube, das ist halt einfach, wenn wir gemeinsam die Entscheidung treffen, okay, wir wollen noch mal ein Kind jetzt, oder also für mich wäre es das Erste, dann wäre das für ihn auf jeden Fall, der würde voll dahinter stehen. Und seid ihr da so eine Patchwork-Family oder sind die schon groß, seine Kinder? Die sind relativ groß, 10 und 12 und leben schon halt hauptsächlich bei den Müttern. Der eine lebt relativ weit entfernt, also den sieht er eh nicht so oft. Und der andere, den hat er einmal im Monat übers Wochenende. Und da ist dann schon ein bisschen Patchwork, ja. Manchmal haben wir die Jungs auch zusammen, da ist dann natürlich kommst du klar? Ganz schön gut. Was los. Ja, ja, doch, doch. Ach, also das, da fühlt Mama-Gefühle zwar wahrscheinlich keine, aber es ist irgendwie freundschaftlich. Ja, genau. Das Entscheidende ist ja, im Skifahren wirst du das ja noch nach wie vor abhängen, oder? Da hast du die Nase vorne. Eben. Ja, da fehlt es Gott sei Dank noch ein bisschen. Weil du gesagt hast, dein Mann ist ja auch dein Manager. Zu aktiven Zeiten, wie hat das funktioniert? Kommt es da auch zu Reibereien? Ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht immer leicht, wenn er sagt, nein, du machst das so und du sagst, nein, sicher nicht. Also zwischen uns hat das eigentlich ganz gut funktioniert am Anfang. Es ist jetzt eigentlich falsch zu sagen, mein Mann ist mein Manager. Es war damals, weil da war die Firma auch noch viel kleiner. Und da hat er das, wir wollten natürlich möglichst viel Zeit miteinander verbringen und da hat schon er das alles für mich geregelt, auch die ganze Koordination mit der Presse und so, ist nicht überall so positiv aufgenommen worden. Das war dann eigentlich das Problem, dass mir halt dann weil es halt eine Veränderung war. Es war halt, wir waren halt das Doppelgespann. Früher ging halt alles über mich direkt, aber es war nicht nur wegen Markus, sondern auch, weil durch die Olympiasiege halt auch das Interesse viel größer war. Ich hatte viel mehr Anfragen, es war viel mehr zu koordinieren. Ich hätte das selber gar nicht mal alles geschafft. Aber die Leute, die mich halt von vorher kannten, die haben halt da dann irgendwie diese Veränderung für sich selber als komplizierter und schwieriger wahrgenommen. Sie ist jetzt abgehoben sozusagen, genau. Sie lässt sich jetzt managen. So ungefähr. Okay. Und dann auch noch der Lebensgefährte, das war halt ein bisschen schwierig und deswegen haben wir das dann auch ein bisschen umstrukturiert und der Markus hat dann sowieso die Firma ein bisschen größer gemacht, hat ein paar andere Leute auch dazu geholt und die haben mich dann eigentlich eher betreut und damit war dann diese Emotionalität auch ein bisschen raus. Ja, diese also, Giftpfeile, die sind ja eher aus Deutschland immer gekommen, oder? Ja, ja, schon von deutschen Medien, auch aus Österreich teilweise, aber nicht ganz so aggressiv. Was für eine Art von Beziehung führt ihr, wenn man das so kurz zusammenfassen kann? Kurz zusammengefasst, eine sehr glückliche und harmonische. Gibt in jeder Beziehung Streitpunkte. Worüber streitet ihr? Fällt mir jetzt spontan nichts ein, über keine grundsätzlichen Themen. Es gibt vielleicht mal irgendeine Kleinigkeit, aber richtigen Streit haben wir wirklich sehr, sehr selten. Also, nee, es ist wirklich alles wunderbar. So, wir machen, wenn es irgendwie geht, Sport zusammen, wenn es schwierige Zeiten gibt, das war damals bei mir halt als aktive Sportlerin. Jetzt war es bei Markus mal eine Zeit lang nicht so einfach. Dann unterstützen wir uns natürlich gegenseitig und das ist alles wunderbar so. Und was liebst du an deinem Mann? Alles. Alles? Ja. Nein, seine Großzügigkeit und wie er halt mit mir umgeht einfach. Ja. Dass er mir halt einfach Halt gibt auch und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Das sind die wichtigsten Sachen. Mhm. Leben deine Eltern noch? Hast du noch eine gute Beziehung zu deinen Eltern? Ja, die sind Gott sei Dank.
noch sehr fit. Maßgeblich an deiner Karriere beteiligt. Ja. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie sehr haben dich deine Eltern da unterstützt? Müssen sie ja, weil du ja schon von Kindsbeinen an von sozusagen. Von Kind auf, also unglaublich. Meine Mutter hat, ich habe ja noch zwei Geschwister, die sind auch Ski gefahren. Meine Schwester ist sehr lang, die sind mit mir noch im Weltcup unterwegs gewesen, bevor sie sich dann auch so schwer verletzt hat. Zwillinge, oder? Zwillinge, ja. Und als Kinder jedes Wochenende auf Kinderrennen, der Papa stundenlang im Skikeller gestanden nachts und die Mama uns immer überall abgeholt und hingefahren. Und also es war eine riesen Unterstützung und bis zum Schluss auch. Also als ich dann im Weltcup war, die waren fast auf allen Rennen dabei. Also die haben schon wirklich einen großen Anteil. Wobei es wäre fast eine gute Tennisspielerin aus dir auch geworden. Ja, aber da wäre ich bestimmt nicht so weit gekommen. Also ich glaube, das war so bis zum 13. Lebensjahr, dass dass halt noch zweimal die Woche Tennistraining auch noch dabei war. Und im Sommer eher Tennisturniere und im Winter dann die Skirennen. Und irgendwann ist dann ein bisschen zu viel geworden. Da war die Mutter immer der Chauffeur, oder? Ja, genau. Und wolltest du das alles freiwillig oder waren schon noch deine Eltern da maßgeblich ein bisschen pushy, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen, dass die Tochter da erfolgreich ist? Es gibt ja diese Eiskunstlaufmütter. Ja. Nein, also beim Skifahren selber hat mich nie jemand pushen müssen. Da war ich immer selber so fanatisch und habe immer als kleines Kind schon so viel Spaß dabei gehabt. Was mich immer ein bisschen aufgeregt hat, war halt eben so Konditionstraining und so mit dazu zu machen. Und da war ich auch sehr lang, sehr faul. Das hat sich dann eigentlich erst so richtig gedreht mit meinen Verletzungen. Da musste ich dann einfach. Vorher, ich will jetzt nicht sagen, es ging alles von allein, aber mir ist sehr viel leicht von der Hand gegangen, weil ich halt einfach viel Talent mitbekommen habe und weil ich so viel Spaß am Skifahren gehabt habe. Und weil ich körperlich man auch... Man musste dich gar nicht quälen sozusagen und sagen, du stehst jetzt auf und du wirst also meine Mama war dann schon manchmal so, gerade wenn ich wieder mal eine Laufeinheit ausgelassen habe, da hat sie mir dann schon mal eine Ansage verpasst. Aber im Endeffekt muss es der Athlet selber überreißen und verinnerlichen. Und da hat es halt bei mir leider Gottes oder im Nachhinein vielleicht Gott sei Dank diese Verletzungen gebraucht. Dass ich halt wirklich, dass es Klick gemacht hat. Ja. Maria, eine tolle Karriere lag hinter dir. Ich nehme an, eine tolle auch noch vor dir. Und darüber würde ich gerne ein bisschen plaudern nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbepause, Maria. Nochmal, um auf dein Buch zurückzukommen. Hast du es ganz alleine geschrieben oder? Nein, ein bisschen Hilfe hatte ich schon. Also vor allem bei der Zusammenstellung der Übungen hat mir ein ehemaliger Konditionstrainer geholfen, der auch mit mir immer aufs Schiff geht und dort mit mir beim das Fitnessprogramm eben mit mir zusammen macht. Genau, das ist eigentlich so mein Expertenpartner beim Thema Training, weil der einfach jahrelange Erfahrung als Trainer auch hat und das ist schon wichtig. Also ich habe zwar viel Erfahrung als Athletin, aber die andere Seite, die ist halt, gehört auch irgendwie noch mit dazu, finde ich. Gibt es eigentlich irgendwas, wo dein Mann dir auch mal abgeraten hat oder gesagt hat, mach das nicht? Oder Anfragen, wo du gesagt hast, das hätte ich gern gemacht, aber er hat gesagt, nein. Nee, da war gar nichts. Da waren wir eigentlich immer einer Meinung. So wie zum Beispiel Playboy, habt ihr ja gerade schon gefragt. Also da sind wir beide einer Meinung, dass das einfach nicht zu mir passt. Da würdest du dich einfach nicht wohlfühlen, aufgrund der Nacktheit oder einfach, was ist es? Ja, die Nacktheit und da... Ich finde das, also sich nackt in der Zeitung abbilden zu lassen, das finde ich einfach, ich würde es jetzt nicht verurteilen bei jemandem, der es macht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber für mich kommt das einfach nur in Frage. Deine Freundin, die Linse Won, ist da ja eher freizügiger, ne? Ja, muss sie selber wissen. Hast du mit ihr eigentlich einmal darüber auch gesprochen oder gibt sie sich die auch preis? Nein, diesen Dingen eher nicht mehr, das war früher sicher anders. Früher hat sie sowas auch nicht gemacht. Das stimmt, ja. Findest du es ein bisschen übertrieben auch schon bei ihr, was sie macht? Nein, ich will das gar nicht bewerten, überhaupt nicht. Also die ist halt, das ist natürlich in Amerika auch nochmal was anderes. Ja, die ist so erfolgreich gewesen oder immer noch im Ski Alpin und hat trotzdem sich schwer getan, da wirklich Anerkennung vielleicht nicht, aber Bekanntheit zu erlangen. Und dann halt durch die Tiger-Geschichte hat ihr das, glaube ich, schon ziemlich einen Push gegeben und im Prinzip, das, was ich vorher im Kleinen schon gesagt habe, die erfolgreiche Zeit während der Karriere muss man schon auch irgendwie nutzen, weil da hat man die Aufmerksamkeit und die Bekanntheit, dass man dann sich für das Leben danach vorbereitet. Das ist für sie nichts anderes. Die braucht auch in den USA Bekanntheit, um dann Möglichkeiten haben, wie vielleicht mal eine TV-Show zu moderieren oder auch Schauspielerin hat sie ja schon gesagt, dass sie sich das vorstellen könnte. Und deswegen gibt sie halt da Gas und es braucht halt einfach Aufmerksamkeit. Du hast gesagt, früher hätte sie das nicht getan. Das klingt für mich so ein bisschen so, als
Hat sie sich verändert als Mensch durch die Karriere? Ist sie jemand, der einfach... Natürlich, jeder verändert sich doch. Das ist ja ganz normal. Das ist ja das, was mir dann teilweise auch vorgeworfen wurde. Ich habe mich so verändert. Ja, natürlich verändert man sich. Es wäre schlimm, wenn man mit 26 genauso ist wie mit 18, oder? Mhm. Das ist nicht, das heißt ja nicht, eine Veränderung heißt, muss ja nichts Schlechtes sein. Mhm. Das ist ja auch Entwicklung. Ja? Mhm. Und also die Leute, die mich halt persönlich kennen, die haben das ja nie gesagt. Die haben gesagt, du, natürlich bist du reifer geworden und hast dich vielleicht auch optisch ein bisschen verändert. Ja, Gott sei Dank, das ist, wenn ich alte Fotos sehe, ich glaube, es geht jedem von uns so. Oh ja. Dann sagt man doch nur, ja, Gott sei Dank habe ich mich verändert. Und so ist es, denke ich, auch in allen Belangen. Und eine charakterliche Veränderung ist das, glaube ich, nicht. Ich bin deswegen immer noch ein herzlicher, liebevoller Mensch. Und von meinen Wurzeln her sicher so geblieben, wie mich auch alle früher gemacht haben. Ich finde, das ist eine sehr oberflächliche Beurteilung, dass sich jemand verändert hat zum Negativen. Das heißt, das ist, du hast eine Betrachtung von außen. Ja. Du hast doch durchaus mit Anfeindungen umgehen müssen. Zeitweise, ja. Was war so das Schlimmste? Was hat dich da so am meisten gekränkt? Ja, das waren halt damals diese Vorurteile, als ich da mit Markus zusammengekommen bin und da halt, dass halt die Leute, und nicht nur extern, sondern wirklich auch intern im Team, es gab so viele Vorurteile und so viel blödes Gerede und es war schwer für mich damals, weil alle haben nur irgendwie darauf gewartet, dass dann quasi, dass ich schlecht fahre und dass sie es dann schön da drauf schieben können. Und das war dann witzigerweise genau das Jahr, wo ich dann den Gesamtweltcup gewonnen habe. Genau, 2010, 2011. Ne? Und damit war dann intern Gott sei Dank auch alles erledigt und erklärt. Ja, also da hat sich dann auch Gott sei Dank keiner mehr wirklich dagegen getraut und auch jetzt nicht sich gefügt, sondern die haben das dann alle akzeptiert, dass das halt jetzt einfach der Mann an meiner Seite ist und dass der mit dabei ist, dass der eine Unterstützung für mich ist und dass er mein Leistungslevel nicht negativ beeinflusst. Mhm. Das war halt die größte Angst. Mhm. Und ja, dann halt diese, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, von einigen wenigen Journalisten, so Giftpfeile, das hat sich dann auch langsam aber sicher gelegt. Aber das war natürlich ein bisschen hart damals für mich, aber auch das habe ich Giftpfeile, Vorurteile, den Mann vertritt ja auch den Franz Beckenbauer, die Fußball-Ikone in Deutschland schlechthin. Der hat es ja momentan auch nicht so leicht. Verstehst du die Kritik an ihm oder verurteilst du das eher? Also es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil die Leute so vorgefertigt sind mit der Meinung der Medien. Und deswegen sagt ja der Franz selber auch nichts mehr, weil egal was man sagt, es wird einem eh nur irgendwie das Wort im Mund umgedreht und negativ ausgelegt. Ich finde, was er erreicht hat, was er für Deutschland getan hat, ist einfach sensationell gewesen. Und dass man jetzt da so brutal über Sachen, die so lange Zeit her sind, dass man die nochmal so ausgräbt und da jetzt das alles von null aufrollt und teilweise Sachen ihm vorwirft, die einfach nicht stimmen, das finde ich unfair und nicht in Ordnung. Und ich glaube, da geht es um Malversationen bei der WM-Vergabe 2006, das Sommermärchen in Deutschland. Hast du das Gefühl, dass das Denkmal Beckenbauer ein bisschen bröckelt in Deutschland? Oder wie siehst du das? Natürlich werden viele sich eine schlechte Meinung über ihn jetzt gemacht haben, deswegen. Klar. Weil du sagst, Denkmal bröckelt. Wie sehr ist das eigentlich ein Gedanke von dir, bekannt zu bleiben und das aufrecht zu erhalten? Oder kannst du gut damit leben, dass wenn du sagst, okay, irgendwann einmal, egal, kennt mich halt keiner mehr, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß? Ja, das ist ja ganz normal. Das sieht man ja bei jedem Sportstar. Da kommen irgendwelche Fußballkinder, die wissen auch nicht mehr, wer Oliver Kahn ist oder Mehmet Scholl. Mhm. Das waren Superstars, das sind einfach Generationen. Trotzdem wird man immer, also die ganz Großen, zumindest, dass die mal Olympiasieger waren und so, das wird man als bisschen Sport- oder Skiinteressierter immer wissen. Und wenn es mal jemand nicht weiß, dann ist das kein Problem für mich. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, die Bekanntheit zu erhalten. Natürlich ist es für mich jetzt schön, weiterhin noch über Ski Alpin halt dem Sportverbund, also über die ARD, dem Ski-Alpinsport verbunden zu sein und da die Leute noch nach wie vor zu treffen, die, mit denen ich ja viele Jahre verbracht habe. Ja. Aber ansonsten bin ich einfach nur happy mit allem, was ich gerade mache und dass ich auch mehr Freizeit habe und ein bisschen zeitlich unabhängiger bin, das genieße ich sehr und deswegen bin ich ganz glücklich im Moment. Kinder, hast du gesagt, weißt du noch nicht, ist noch so ein bisschen in der Schwebe, ob überhaupt und wenn ja, wann. Was hast du noch für Träume und Pläne? Was wäre so, sagen wir, dein Ziel? Wo bist du in 10 Jahren?
Also wenn das jetzt so beruflich, das ist halt immer schwer vorauszusagen, wenn man so Projektgeschichten macht. Ja, es tut sich dann irgendwie wieder was auf und dann gibt es wieder das mit dem Buch, das war jetzt eigentlich von Anfang an nicht geplant, aber das war halt nachdem dieses Fitness-Thema so gut lief und sich die Leute so dafür interessiert haben, war das mit dem Buch halt jetzt der nächste Schritt dazu. Und als Expertin bei ARD kann ich mir auch vorstellen, das über viele Jahre zu machen. Mhm. Ja. Aber gibt es so einen Wunschtraum, wo du sagst, das möchte ich mir erfüllen? Ich glaube, Marcel hat schon gesagt, ein eigenes Restaurant, irgend sowas war da in der. Nee, also beruflich bin ich da jetzt im Moment so ausgelastet, dass ich mir da jetzt weiterhin noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Privat bin ich natürlich sehr glücklich und bin auch überzeugt davon, dass es immer so bleibt. Und natürlich vielleicht irgendwann noch mal ein Kind oder zwei. Mhm. Ansonsten irgendwann mal ein Haus in Kitzbühel. Also wir wohnen in einer sehr schönen Wohnung, die super gelegen ist. Haben ein Grundstück in Kitzbühel, das wir früher oder später bebauen wollen. Mhm. Aber auch da fehlt irgendwie im Moment die Zeit. Mhm. Aber das Haus am Gardasee ist sehr schön, also ähnlich wie letztes Jahr da im Sommer wieder viel Zeit zu verbringen und hoffentlich wieder mehr mit meinem Mann, weil der war einfach sehr, sehr eingespannt im letzten Jahr. Das wäre jetzt mal mein Ziel fürs nächste Jahr. Bist du eigentlich ein politisch interessierter Mensch? Ja, jetzt nicht intensiv, aber ich verfolge natürlich alles ein bisschen. Und diese Asylpolitik da in Deutschland, auch natürlich in Österreich, verfolgt die auch mit? Was ist da deine Meinung darüber? Oh, schwieriges Thema, gell? Also ich finde es schon gut, dass Deutschland so fremdenfreundlich ist und einfach Leuten, die Asyl brauchen, hilft. Aber natürlich das Ausmaß, das das mittlerweile angenommen hat und vor allem die Folgen davon, finde ich schon sehr erschreckend und bedenklich. Gerade jetzt in Zeiten des Terrors, wo fast schon jede Woche irgendwo ein Anschlag ist. Also ich war erschüttert jetzt da Silvester. Ich meine gut, viele Leute haben jetzt um die Zeit vielleicht die Gedanken auch woanders und hören nicht so viel Nachrichten und schauen nicht so viel auf Social Media, aber ich finde, das ist schon fast ein bisschen untergegangen. Gell? Es ist schon fast normal, dass ein Anschlag passiert. Mit ja, es ist fast zig Toten. Auf täglicher Basis, hat man das Gefühl. Und das ist natürlich grauenvoll und muss man irgendwie versuchen, das in den Griff zu kriegen. Sollen wir Grenzen wieder dicht machen? Dicht machen ist jetzt halt wieder das andere Radikale, ja, aber irgendwie halt das Ganze wieder ein bisschen kontrollierter. Ich weiß auch nicht wie, aber so wie es im Moment ist, kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Würde dich ein Job in der Politik interessieren? Nein, das wäre mir zu viel Verantwortung, sage ich ganz ehrlich. Also das ist, du siehst dein Leben, wie ich das Gefühl habe, du lässt dich so ein bisschen treiben. Was kommt, das kommt. Und ist das richtig so meine Einschätzung? Genau, ja. Also es ist eigentlich sehr angenehm, nach all diesen Jahren des Stresses und Drucks, den du dir da auferlegen musstest. Wobei du schreibst auch in deinem Buch, das Abschalten und das Faulenzen ist ja so nicht ganz deine Sache. Du musst immer in Bewegung bleiben. Also. Ja, und das ist ja auch das, was ich so genieße, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt mal wirklich mehrere Tage habe, wo ich mal keine Termine habe oder so, was ja eh nicht so oft vorkommt, dann freue ich mich einfach mal mit einer Freundin auf den Berg zu gehen und auch mal auszuschlafen. Meistens stehe ich eh mit meinem Mann auf, aber der ist ja vielleicht auch mal weg. Der ist mal viel in China gewesen beruflich. Einfach mal auszuschlafen und Sport zu machen, einfach mal durch die Stadt zu bummeln. Das sind natürlich Faulenzertage dann. Also der Sport gehört natürlich bei mir irgendwie auch jetzt zu meinem Beruf dazu. Ja? Weil wenn ich hier Fitnessbücher verkaufe, dann muss ich natürlich selber schon ein bisschen dranbleiben. Und deswegen, auch wenn ich nicht mehr so viel trainiere wie früher, aber ich mache schon an Tagen, wo ich Zeit habe, wirklich noch Sport. Viel. Musstest du eigentlich abtrainieren? Man sagt immer, wenn Sportler aufhören, dann müssen sie so ausschleichen den Sport. Den Haushalt ein bisschen runterfahren. Ja, also ich habe einfach versucht, dass ich halt in Bewegung bleibe und weiterhin noch ein bisschen was mache. Ich hatte jetzt kein spezielles Programm. Okay. Ich habe den Heini damals auch gefragt, der hat gesagt, du mach einfach weiter, ein bisschen der Ausdauertraining und ein bisschen Rumpf, das reicht schon. Und so mache ich es. Also in Bewegung bleiben, das wünschen wir dir auf jeden Fall, dass dein Leben so bunt ist, weiterhin wie es jetzt ist, so erfolgreich wie es jetzt ist. Wir danken dir, ich darf in deinem Namen, glaube ich, sprechen. Selbstverständlich. Für deinen Besuch, Marie, für deine Zeit und für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Auch an dieser Stelle Dankeschön an dich, dass du da mit deiner Fachexpertenmeinung mich so unterstützt sehr gerne. Hast. Ja, alles Gute für die Zukunft und weil wir es ja noch nicht so lange haben, 2017 auch noch ein schönes, gutes neues Jahr und ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat auch Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Schalten Sie wieder ein, ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen.